In Flensburg gehen Manuel Buccieri und André Regnanese seit 2 Jahren gemeinsam durchs Leben. Hinter dem Paar liegen stürmische Zeiten. Vor ihnen ein ganz besonderes Ereignis. In 6 Monaten soll Hochzeit gefeiert werden. Ganz schüchtern. Ja, ganz schüchtern wie so kleine Jungs. Fühlt sich sehr, sehr schön an, frisch verlobt zu sein. Ich bin total glücklich darüber. Ich war sehr überrascht vor allem, dass es jetzt so schnell kam. Doch das Glück ist getrübt. Denn immer wieder wirft die Vergangenheit von Manuel Schatten auf ihre Liebe. Eine Vergangenheit, die bis vor 4 Jahren das Leben des 44-Jährigen bestimmte. Ich habe jahrzehntelang nicht das für möglich gehalten, dass ich das mal erleben darf. Dass ich mit dem Mann meines Lebens an der Seite durchs Leben gehen darf. Ja, das freut mich. Seine Gefühle für einen Mann offen zeigen. 28 Jahre lang glaubte Manuel, dafür später in die Hölle zu kommen. Denn seit frühester Kindheit wurde sein Leben von einer fundamentalistischen Freikirche geprägt, die Homosexualität verbietet. Mein Vater kam, als ich 11 war, in diese freikirchliche Sekte und hat mich dann eben mitgenommen. Und so prägte das mein Leben. Also ich wusste von Anfang an, dass in diesen Kreisen, wo ich war, die wirklich sehr fundamental christlich waren, Homosexualität ein No-Go ist. Und dementsprechend fühlte ich mich immer falsch. Und dann wurde der Satan ausgetrieben und der Geist der Homosexualität muss weichen. Und genau, also solche Dinge erlebt. Es sind traumatische Erfahrungen, die Manuel bis heute verfolgen. Und denen er als Jugendlicher ausgeliefert ist. Mit 12 Jahren lassen sich seine Eltern scheiden, weil Manuels Mutter mit dem Glauben nichts anfangen kann. Von da an steht er komplett unter dem Einfluss seines Vaters und der Freikirche und übernimmt deren ultrakonservatives Weltbild. Weltliche Musik und Literatur, Sex vor der Ehe und Homosexualität sind streng verboten. In meinem früheren Leben habe ich über Diskotheken und über diese ganzen Menschen aus dieser, die sich dazugehörig fühlen, gedacht, dass das Menschen sind, die verloren sind. Dass Dinge sind, die nicht ins Licht gehören und dass wir Kinder des Lichts sind als Kinder Gottes und dass das sündig ist und dass man damit bloß nichts zu tun haben soll. Immer wieder tauchen Manuel und sein Vater in die freikirchlichen Strukturen ein. Der Fernseher wird abgeschafft. Dafür liest Manuel jeden Morgen und Abend in der Bibel. In dieser Zeit verliert seine Mutter den Zugang zu ihm. Meine Mutter fand immer, dass das irgendwie nicht so toll ist und dass ich doch den Abstand kriegen sollte. Mein Vater beeinflusste mich auch negativ. Ja, deine Mutter ist ein Weltmensch und mit Weltmenschen soll man nicht so viel zu tun haben. Beeinflusste mich da echt negativ. Den Kontakt zu seiner Mutter bricht er ab. Sein Leben will er dem Glauben unterordnen. Und das, obwohl er, seit er 14 ist, spürt, dass er homosexuell ist. Etwas, das in der Freikirche nicht vorkommen darf. Sein Vater und die Gemeinde drängen ihn dazu, die Gefühle zu unterdrücken. Also ich ekelte mich vor mir selber. Ich verachtete mich selbst dafür. Also wenn ich dann vor irgendwelchen Zeitschriftenregalen stand und dachte, warum guckst du dir das an? Das darfst du nicht. Ich habe gefastet, ich habe tagelang gebetet, ich habe stundenlang in der Bibel gelesen, um irgendwie rein zu werden, Gedanken reinzukriegen. Ich habe mich enthalten von allem Körperlichen über Tage, Wochen. Doch nichts hilft. Manuel beschließt, seine Gefühle für Männer zu unterdrücken. Und dann irgendwann kam ich auf den Trichter, okay, ich habe halt einfach Pech gehabt. Ich bin so, ich empfinde so, aber ich darf es nicht ausleben. Und da kam ja dann diese Geschichte ins Spiel, dass mit einer wohl heterosexuellen Ehe sich das von allein erledigt und vergeht. Sein Vater bestärkt ihn in dieser Entscheidung. Manuel ist 23, als er eine Frau aus der Gemeinde heiratet. 16 Jahre lang führen sie eine Ehe und bekommen 2 Kinder. Die Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht aber bleibt. Ich hatte immer wieder auch Suizidgedanken, weil ich einfach keinen anderen Ausweg wusste. Also ich kann nicht ehrlich sein, ich kann es nicht ausleben. Also es war wie ein Käfig, wie ein Gefängnis.
Es klingt für mich manchmal so falsch irgendwie, dass ich mir immer ein anderes Leben gewünscht habe, obwohl ich ja eigentlich irgendwie so alles hatte, Haus, Frau, Kinder. Und für mich trotzdem nicht das war, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Erst vor 4 Jahren schafft es Manuel, sich aus den Fängen der Freikirche zu befreien und sein persönliches Glück zu finden. Mit André ist er seit 2 Jahren zusammen und hat viele Liebesbriefe geschrieben. Oh, guck mal, wie süß. Oh, ich sehe das jetzt erst gerade, deine süßen Liebesbriefe. Kann es kaum erwarten, später wieder bei dir zu sein. Oh. Und noch einer. Wie alt sind die? Ich weiß ja nicht. Hab einen schönen Tag, mein Schatz. Bis später. Bis zur Hochzeit will Manuel Frieden mit seiner Vergangenheit schließen, Kontakt zu der Gemeinde aufnehmen, die Aussprache mit seinem Vater suchen, sich um Versöhnung mit seinen Kindern und seiner Mutter bemühen. Ein schmerzhafter Prozess, der alte Wunden aufreißen wird. Wie werden Manuel und André damit umgehen?